Sascha hier für netbooknews.de und wir sind gerade im Apple Store in Downtown Austin, den sie extra für die South by Southwest hier aufgemacht haben. Den machen sie also 2 Wochen wieder zu und nach 3,5 Stunden, 4 Stunden warten, habe ich es dann endlich geschafft und habe hier mein iPad 2 und hier ist die weiße Variante und das erste, was einem auffällt, ist, es ist wirklich saudünn. Es ist eine Ecke leichter geworden und ja, es ist weiß, zumindest dieses hier. Jetzt mit Dual Core Cortex A9 und was der so drauf hat, zeigen wir euch mal ein bisschen hier. Könnt ihr euch ein bisschen anschauen, wie die Performance von der Kiste ist. Wenn ich jetzt hier mal in so ein Molekülgebilde rauszoome, das geht schon. Oh, warte mal. Hier machen wir mal dann. Hier nehmen wir was anderes. Insulin. Und ja. Jetzt sagt mir nur noch einer, wie ich das hier wieder auf Fullscreen bekomme. Aha. So geht das. Ah. Alles nicht so einfach, nur mit einer Hand. Dann lassen wir den Spaß mal wieder drehen. Erster Eindruck halt von der Performance ist ein Riesenunterschied zum iPad 1. Hat Apple also wirklich ganze Arbeit geleistet. Was haben wir denn noch hier Schönes drauf? Was man mal eben antesten könnte. Hier war Tron drauf, das habe ich gerade geschafft zum Absturz zu bringen. Was dieses Moon-Gerät machen kann, ich habe keine Ahnung. Der versucht sich gerade hier über Verizon zu verbinden und schaut sich hier gerade genau. Ah, okay, hier kommen wir reinzoomen. Ja, das sieht alles sehr zügig aus. Was ist das für ein schönes Spielchen? Ah, totaler Mist, Age of Zombies. Commodore C64 Grafik. Und nichts Tolles. Nochmal hier. Was ist denn dieses Touch Color Pro? Laden wir mal hier irgendwie so ein Foto. Das geht irgendwie nur hochkant, der Spaß. Und ja, dann kann man hier wohl lustig. Kann man oder kann man nicht? Irgendwie habe ich es ungefähr gar nicht drauf. Hier mit der Pinselei. Beziehungsweise es will nicht so funktionieren, wie ich es möchte. Okay. Wie ein sehr erfolgreiches Hands-on, wie ich gerade sehe, beziehungsweise bemerke. Was ist denn dieses Arounder HD? Ah, okay, das gibt mir wahrscheinlich irgendwelche Infos zu Städten. Ich denke mal, der versucht jetzt hier wieder über Verizon 3G zu holen. Ah, ich kann mir also hier so Panoramageschichten anschauen. Und wie ihr hier seht, das ist, die Performance ist einfach richtig geil, da gibt es gar nichts. Da setzt Apple definitiv einen Benchmark mit. Ja, das ist das weiße iPad 2. Ich bin Sascha für netbooknews.de, hier aus dem Apple Store in Downtown Austin. Vielen Dank fürs Zusehen.